So, dann wollen wir doch heute nochmal wieder weitermachen. Heroes of Might and Magic 1. Ja, wir hatten ja jetzt zuletzt diesen Mission gegen diese Zauberin bzw. Hexe, wie sie jetzt im ersten Spiel noch heißt. Ja, natürlich erstmal verloren. Also beziehungsweise, ja, wir hätten dann unseren großen starken Helden verloren und sie war dann auch auf unsere Insel rübergekommen. Und ja, ist natürlich auch okay. Ich stelle mich einfach mal darauf ein, dass wir ab jetzt alle Missionen beim ersten Mal spielen wahrscheinlich verlieren werden, weil wir halt die Karte noch nicht kennen und noch nicht genau wissen, wo wir hin müssen. Ja, ich habe mir das nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also im Prinzip dieser untere Teil, wo wir erstmal für uns alleine sind, das werden wir natürlich im Prinzip ähnlich machen, versuchen noch ein bisschen schneller zu werden. Ja, dann werden wir mal sehen, wenn wir dann auf diesen oberen, sozusagen, sage ich mal, Teil des Gegners angekommen sind, dann werde ich mal schauen, was wir von da ab dann machen. Habe ich auch eine Idee. Aber soweit geht es erstmal mit diesem Scenario Win 5 weiter. Ja. Burg Lamanda, genau. Dann sind wir quasi hier. Okay. Eine Gruppe von Elfen. Genau. So, geht's ja erstmal wieder los. Dann wahrscheinlich als erstes wieder unsere Brücke bauen. Können wir sofort. Also, die Frage, also hier liegt ja einmal Erz da. Wir könnten hier sofort einen Helden anheuern, der jetzt schon mal ein bisschen ein paar Sachen mit aufsammelt. Auch schon mal ein bisschen Erfahrungspunkte und ähnliches. Also in dieser Runde wirst du ja eh noch niemanden angreifen. Das ist erstmal okay. Das ist jetzt mal die langsamen Orks hier weg. Die Überlegung ist ja bloß. Nimmst auf jeden Fall mal so einen schnellen Wolf. Wir bist erstmal am schnellsten. Die Überlegung wäre jetzt bloß, ob wir vielleicht erst die zweite Stadt ausbauen, bevor wir hier die Brücke bauen. Aber wenn wir es natürlich in einem Zug jetzt sowieso hinbekommen, gleich auf 40 Erze kommt, dann können wir natürlich genauso gut, weil besonders viele Behausungen müssen wir hier ja nicht bauen. Ja, also praktisch erstmal nur die Brücke, alles andere haben wir ja schon. Wir würden natürlich diese Trolle, sag ich mal, doch schon brauchen, um dann hier auch mal irgendwas an Gegnern und so zu besiegen. Nichtsdestotrotz, wenn wir das jetzt hier irgendwie hinbekommen, ich meine, wir könnten. Wir haben 30, ja. Ich weiß nicht, ob das Geld dann reicht. Welchen Tag haben wir? Tag 3. Achso, na gut, dann ist es eh egal. Ja, dann ist es sowieso nicht wichtig. Dann können wir ja wirklich. Weil bis dahin werden wir das auf jeden Fall haben. Achso, es sei denn, das reicht nicht aus. Das ist jetzt natürlich die Frage, wenn das weniger als 10 sind, dann kriegen wir eigentlich keine Trolle, um zu kämpfen. Ich meine, theoretisch könnten sich uns, weil es nur eine Gruppe Elfen ist, könnten die sich uns theoretisch natürlich auch anschließen, ne? Aber das ist jetzt so eine Geschichte hier. Wir machen erstmal unseren Save 1 hier ganz normal. So. Ja, das ist so ein bisschen die Überlegung. Also machen wir natürlich mehr Geld, wenn wir das jetzt sofort ausbauen, ne? Wir probieren das jetzt einfach mal. Aber das ist natürlich das nächste. Wir müssten dann schauen, dass wir dort dann den entsprechenden Helden und so weiter noch haben. Genau. Naja, okay. Angriff. Das wäre eigentlich erstmal das Wichtigste. Okay, 11. Okay, dann können wir ja auf jeden Fall dann die Brücke bauen. Das passt. Genau. Und uns die dann auch mal holen. Das können wir ruhig jetzt gleich machen. Sehr schön. Somit kriegen wir auf jeden Fall schon mal mehr Geld. Und ja, darum geht es natürlich, mehr Geld. Hier werden wir dann noch einen Helden brauchen. Können schon mal den Brunnen bauen. Das soll natürlich auch ein bisschen was bringen. So. Ja. Und das halt gleich mal noch mit. Sehr schön, sehr schön.
Haus. Gibt es hier wieder nur Bauern? Das ist uns im Prinzip eigentlich egal. Viele Spießträger. Ich weiß nicht, hier oben war, denke ich, auch noch irgendein Kampf. Aber als nächstes wird man uns im Prinzip eigentlich erstmal an diese Elfen hier ranwagen. So. Das ist für dich hier mal okay. Also eine Sache, die ich dieses Mal auf jeden Fall gleich mal machen will. Ich will mir gleich mal ein Zauberbuch holen. Nicht, dass uns das am Ende dann irgendwie wieder fehlt. Und da wir hier schon eine kleine Magiergilde haben. Er ist jetzt nicht besonders geschickt in Zaubern momentan. Aber da wir sicherlich noch jetzt das ein oder andere Relikt finden werden, was uns da unterstützt. Ist das, denke ich mal, schon okay. Einfach die Höhle hier zum Beispiel. So. Da werden uns dann auch gleich noch einen zweiten Helden mit zulegen. Kommst du jetzt da ran? Ja. Ne, erst in zwei Zügen. Gut, dann bewegst du dich jetzt noch nicht, beziehungsweise lässt die Einheiten nochmal da, wie sie jetzt sind. So. Genau. So, boah, fehlen uns dann da natürlich noch Sachen. Okay, dann ist es ja sowieso okay. So, Diebesgilde. Ja, ging sie ja natürlich schon vorn. Einmal hier noch ein paar her. So. So, das sollte jetzt aber auf jeden Fall klappen hier. Schon mal Rüstung geben. Auch wenn es ja durchaus ein paar Gegnerchen hier sind. Ach, hier. Hier wird der Wolf generell nicht durchkommen. Ist einfach zu breit. So eine Frechheit aber auch. Jetzt haben wir keinen verloren. Okay, sieht gut aus wohl. Ihr habt echt Glück, ihr Elfen, mit diesen Bergen hier, also mit diesen Baumstümpfen, aber na, ist kein Problem für uns hier. Des Mutes. Ich habe keine 2000 Gold. Na gut. Gargoyles, okay. Bist. Jetzt sind sie sonst nichts. Da werden wohl einige von euch dran glauben müssen. Kein wirkliches Problem hier. Halt ein bisschen von den schwachen Einheiten verloren hat. Das ist halt immer so. So. Das sollte jetzt hier auch reinkommen.
Dann ja, kaufen wir uns das Artefakt dann mal im nächsten Zug noch. Ach, die Moral, sehr schön. Viele Spießträger. Moment, wir haben jetzt eine neue Woche kommt erst nächsten Tag. Das wird noch ein bisschen dauern. Dafür hätten aber kein Gold mehr, weil schon rum ist. Weil viele Spießträger, es könnte natürlich ein bisschen in Anführungszeichen dann halt viel sein, haha. Na, mal schauen. Okay, aber wenn wir so aussehen, ja, so bitte, dann kann uns eigentlich, denke ich mal, nichts hier gefährlich werden. Oh, da ist einfach niemand. Na gut. Was tut das jetzt mal noch? Bisschen. So, gehst du mal weiter. Ja, damit Angriffskraft, sehr schön. Und hier oben. Da bewegt sich irgendwas. Achso, da werden irgendwelche Schützen oder was sein. Ah, war schon. Gut. Wir würden für später dann gerne sowieso so eine Hexe theoretisch schon noch brauchen. Also hier wäre jetzt ein Barbar vielleicht nur noch sinnvoll, aber. Ja. Stufe 2, so weit sind wir noch nicht. Naja, nehmen wir mal mit. Dann kannst du die mal abstellen hier. Mach das mal so, damit du schön schnell bist. Also ab der nächsten Runde zumindest. Ah, das ist uns anschließen. Na okay, die nehmen wir natürlich erstmal mit. Warum denn nicht? Ah, viele Schützen. So, du könntest mal. Kommst du da hin? Ich weiß nicht mehr, gibt es da hier jetzt hier unten nur Bauern? Also wenn das so wäre, braucht man das ja nicht zu machen. Ich mache mal einen Zwischensave. Sonst kann man das natürlich schenken. Kleinbauern. Ja. Uff, nee, also die brauchen wir nicht wirklich. Die sind uns auch zu langsam. Okay, dann nochmal kurz hier. Rup. Rup. So. Jetzt machen wir wieder unsere kleinen Movement-Shenanigans hier. Dann soll das erstmal so funktionieren. So, jetzt nicht vergessen. Also ja, sowas hier machen müssen. Jo, ja, Schützen. Oder nicht? Doch mal Angriff hier. Rolle oben sind jetzt in dem Sinne durch, dass sie nicht mehr so viel Schaden nehmen, dass sie in einer Runde besiegt werden können. Von daher ist es, denke ich mal, auch egal. So. Schön.
Angriff. Ja, mach das halt auch gleich noch mit. Schreien. Slow, sehr gerne. Kobolde. Möchte sich uns anschließen, sehr gern. Ja, 20 Stück oder so. Und schon mal Kristalle. Wir hatten gesehen, dass es eine Kristallmine erst sozusagen dann auf dieser zweiten Teilinsel gibt. Da so ein bisschen so die Schwierigkeit, also wir werden jetzt nicht extrem schnell an wie heißt's? Zyklopen rankommen. Das ist ein bisschen schade, aber so ist es halt. So, hier wächst auf jeden Fall schon was. Wir könnten jetzt schon mal diese Steingeschichte hier ausbauen, aber das ist momentan eigentlich noch nicht wirklich wichtig. Was du allerdings mal machen könntest hier, du könntest... Also wir wollen eigentlich die Movement-Geschichte ein bisschen voranbringen, aber du könntest jetzt im Prinzip nochmal Truppen nachholen. Nee, sowas hier. Das könntest du mal machen. Okay. So. So. Dann gib ihm noch mal 6 Stück hier. So. Jetzt hat er immer was Schönes wieder dabei. Ja, das ist da oben, wie schon gesagt, werden wir dann uns auch noch holen. Erstmal hier lang. Zum Tauren. Ja, der Wolf hätte wieder unten stehen müssen. Ja, schon klar. Dann können wir dann irgendwo durch. Ja, er kann recht weit laufen, aber. Könnte man vielleicht sogar einen verlieren. Erstmal nicht. Wie viel aushalten tun sie ja nicht. So. Na gut. Das war's erstmal für euch. Ja, Angriff, sehr schön. Ja, auf jeden Fall schon mal ein paar Level-Ups hier bekommen hier. Stufe 7, 6, 2, ja, ist sehr viel Angriffskraft. Das ist auch ein Ding in Ordnung. Ich weiß nicht, kommt man hier rum oder geht das nur von einer Seite aus? Viele Soldaten, das kann ein bisschen knifflig werden. So. Mal her, deine Freunde. Vor allen Dingen die hier, weil die halt am langsamsten sind. Kannst auch warten hier. Wir brauchen dann eher 20 mal Erz wieder, um dann die nächste Stadt in der Burg aufzubauen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das nur eine normale Stadt momentan war. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich würde es mal vermuten. Ja, könnte sich jetzt hier oben holen. Ja, hängt gleich hier drüben, ne? Artefakt. Mal schützen. Da steht der Wolf auf der richtigen Seite. Hast du noch irgendeinen Zauber? Oh ja, was noch mal da links. Ja, langsam sind sie eh schon. Ja, wird schon passen.
Ja, dann soll der Troll auf jeden Fall sicher sein. Donnerkeule. Okay. Ein Angriffskraft. Das ist nicht besonders viel, aber immerhin. Na, kommt's nicht ran. Na gut. Dann holen wir sowas hier. Das Adler. Oh, schade, ich dachte, ihr schließt euch uns mal an. Aber na gut. Dann halt nicht. Diesen kleinen Move hier. Kristalle, aber wir müssten entweder noch mal weitere Kristalle finden oder halt ja logischerweise die Mine dann haben. Aber die Mine kriegen wir halt jetzt nicht sofort. Ich könnte natürlich theoretisch noch mal jemanden anheuern hier. Allerdings auch einiges an Einheiten, die wir gern hätten. Bist du noch, denke ich, sonst keinen Sinn. So, wieder rüber hier mit den Jungs. Du willst jetzt doch nochmal ein neue Einheiten hier. So, die halten nicht schon ein bisschen mehr aus, wenn ich mich da recht entsinne. Langsam. Nicht auch nur eine Runde. Dran. Na gut, spenden halt ein paar von denen. Na gut, alles in allem denke ich mal ganz okay gewesen. Sind ja wirklich schon ein bisschen stärker. Jetzt da drüben irgendwas Sinnvolles. Ein Zauber. Meine lieben Freunde, wir können die Pyramide doch schon mal bauen. Das ist natürlich mal nicht schlecht. Ja, das meinte ich immer. Wir können halt einfach immer so ein bisschen Glück haben. Dann klappt es auch. Mit derartigen Geschichten.
Also, ja, wir können allerdings keine anheuern. Ja, genau. Na gut. So, das soll uns dann aber, sage ich mal, sowieso eigentlich dann auch reichen. Muss jetzt nochmal Bauern hier geben. Gibt es noch mehr Erz? So, Oger sind sehr langsam, da brauchen wir keine Angst zu haben. Brauchen halt auf jeden Fall mehr Orks. Da müssten schon mal zwei von denen fallen, sonst bringt er nichts. So, eben mehr Angriff. Genau, und das ist hier jetzt auch nur eine reine Stadt. Wir müssen noch mal schauen hier drumherum. Ich denke, hier gab es irgendwo dann auch eine Goldmine. Ja, grundlegend wollen wir das jetzt schon überfallen. Ja, das muss ja schon passen. Hier sind das 34. Nicht mal dahin, da muss es sich nach unten stellen. 39 Schaden. Okay, dann greifst du den mal bitte nicht an. Oh, okay, gut. Wenn du sowieso besiegt bist, dann ist das natürlich auch okay. Also erstmal als Perfekt hier, ist doch gar nicht mal so schlecht. Eine Goldmine. Genau. So, und die müssen wir natürlich jetzt auch relativ schnell dann hiermit ausbauen. Fehlen uns Zwerge und hier wird es natürlich dann interessant, die stärkeren Einheiten hier dann natürlich aufbauen zu können. Und das wird sozusagen dann mein zweiter Trupp sein, den ich gerne mitnehmen möchte. Also sozusagen der nicht nur unseren reinen Helden hier, weil da haben wir ja dann nur diese zwei Städte hier unten. Und da müssen wir mal sehen, dass wir da noch einen zweiten Helden dann irgendwie mitnehmen. Na gut. Wir brauchen erstmal mehr Erz. Jetzt kriegen wir immerhin schon 4 pro Tag, also soll es ja irgendwann dann mal soweit sein. So, kannst du ihm hier was geben? Nein. Edelsteine. Ja. Okay, schau ich mal nochmal holen. Du hast jetzt. Ja, du hast schon noch ein paar Trüppchen dabei. Also, das wäre schon nicht schlecht, wenn wir die irgendwie schon mal hätten. Ja, zählt nichts, müssen wir mal warten. Mal her hier. Das ist mir dann doch schon noch ein Ticken sicherer mit ein paar mehr Orks und Trollen hier. Wie hast du. Ach, das ist 7 gegeben, ne? Genau. So. Okay. Dann mal her zur Goldmine. Hier noch irgendwas? Rüstung, die Trolle. Besonders viel Abwehr haben wir bis jetzt noch nicht bekommen. Ah, kein Troll gestorben. Das ist schon mal nicht schlecht. Du haust den ja hoffentlich weg. Ja. Okay, keine Einheiten verloren. Und natürlich das Goldminchen nicht zu vergessen. Zauberkraft, okay.
Oh, du kommst noch mal ran. Okay, dann können wir noch mal unsere Movement-Geschichte hier machen. Ja, mit den langsamen Einheiten. Und nicht zu vergessen, dem die wiederzugeben. Das ist das letzte Mal ein, zwei Mal passiert. Und dann ohne Einheiten sozusagen, also nur mit den Wölfen allein unterwegs war. War nicht so ganz effizient. Einhörner. So, mal Verteidigung, so in Ordnung. 6-3. Ich weiß ja nicht, wo sich die Wölfe verstecken sollen. Also, dann kommt halt das nächste Einhorn. Ne? Achso, ihr seid ja nicht schnell. Ihr habt ja nicht 3 Movement. Okay, genau. Ah, das müsste doch gehen. Ja, natürlich. Obwohl, er schlägt ja trotzdem ein zweites Mal zu. Na gut, haben halt einen Wolf verloren. Ja. Ist doch mal in Ordnung hier. Neun, zehn. Halt recht weit weg. Mein Edelstein, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir die dann dort irgendwo brauchten. Aber du hast jetzt, denke ich, nichts anderes Sinnvolles momentan zu tun. Also holt ihr die ruhig mal. Monat des Regenwurms. Wegen mir. So, was haben wir hier? Plus 2 Wissen. Also in Ordnung. Und ich denke mal, ja, wir können bauen. Sehr schön. Also, Kristalle haben wir halt eben wirklich keine, so können wir erstmal keine Zyklopen uns holen, aber wenigstens das hier mal aufgebaut. Und ja, in der Hoffnung, dass wir theoretisch irgendwann hier mal diesen roten Turm hinkriegen. Okay, und neue Einheiten für hier unten, die wären jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Ich meine, wir könnten... Ja, brauchen wir halt unendlich viel Steine, um hier zumindest zur nächsten Brücke zu kommen. Ich sag mal Stein, Erz. Gut. So. Jetzt mal die Dinger. Na, im Prinzip macht der mal hier wieder eure Sache. Ja, also jetzt nicht, aber später dann. Beziehungsweise, wenn du einfach alles ein bisschen aufsammelst. Ja, mit denen. Dann wäre das ja auch schon okay. So, neuer Tag. Genau, ne? Schießstand kostet nur Gold. Her damit. Ich denke, Magiergilde werden wir dann da auch noch bauen müssen. Also, okay. Angriff. Mal den zeigen. Ja. Ja. Hat sozusagen schon alles eingenommen. Und nochmal Holz. Hier ist nochmal Gold. Was doch? Nee. Wobei, es ist dann weiter unten gewesen. Vielleicht habe ich es jetzt einfach nur falsch gesehen. Ihr seid aber schnell, ne? Na gut, 2 Wölfe.
Orks. Okay. Kannst du die auch mal noch holen. So, hier machen wir mal weiter. Stonehenge braucht eigentlich schon die... Ah, du brauchst schon die Magiergilde, oder? Genau. Dann mal her damit. So, und du ziehst auch mal los. Ich meine, rein theoretisch könntest du dir auch solche Erfahrungspunkte und sowas ja mal mit aufsammeln. Die nehmen wir gern mit. Ja, da wir daran wollen, können wir das auch so machen. Normales Haus, da werden wieder Bauern sein, die interessieren uns nicht. Und hier ist ja dann, denke ich, schon das Portal. So, das interessiert uns hier, genau. Da müssten ja, denke ich, Einhörner oder sowas sein, ne? Genau. So, kannst du das Zeug nochmal mitnehmen. Achso, haben wir jetzt irgendwie was? Stonehenge, wir haben genügend, um das bauen zu können. Das ist ja schön. Na gut. Wie schon gesagt, nimm du das auch mal mit. Ja. Das ist doch gut, weil du musst... Naja, für die Movement-Geschichten solltest du damit rüberkommen. Ist, macht das jetzt Sinn oder bleibst du dann hier? Hm, ja, so ein bisschen wäre schon nicht ganz schlecht. Wir könnten uns dann hier sozusagen nochmal jemand Neues anlachen. Das wäre, denke ich, okay. Wiese, kein Problem. Nochmal einen Barbaren. Ja, eigentlich rein vom Movement her. Könnte der das natürlich auch machen. Das heißt, du gehst dann mal hierher zu unserem Freund dann. Sie. Ach so. Ah, nee, nee, das funktioniert ja dann so nicht so ganz. Wir brauchen ja jemanden, der sich dann ein Schiff mitholt. Das müsste dann sie sein. Ja. Also du kannst trotzdem dann hier bleiben, das wäre in dem Sinne okay. Aber sie muss auf jeden Fall mitkommen. Na gut. Was du aber trotzdem mal machen kannst, ist, du kannst ihm natürlich mal diese Truppen hier mal noch kurz rübergeben. Wie viel hast du? So, viele von denen. So, jetzt wegklicken. Einhörner, das werden wir ja irgendwie hinkriegen. Ja, wirklich besonders viele. Andere auch nicht hin, oder? Ja. Okay. Dann du mal daher.
gibst ihm dann mal diesen Movement-Trick hier. Jetzt mal vorher noch das Ding mitnehmen. Okay. Und wir können den Turm bauen. Wir müssen mal kurz schauen. Tag 7. Na, naja, da müssen wir auf jeden Fall jetzt bauen. Damit wir überhaupt sozusagen dann Einheit nachbauen. Wir haben leider noch keinen Brunnen gehabt. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal einen Tag übersprungen haben hier. Da ist er wachsen. Also, okay. Hier unten haben wir das eine noch übersehen. Das könnten wir uns sicherlich mal noch holen, wenn wir dann mehrere von denen uns anwerben wollen. Aber momentan ist nämlich erstmal nicht so schlimm. Moment, du bist noch relativ nah dran. Du musst ja jetzt nicht sofort dort sein. So. Was hier allerdings sein muss, ist dieser Brunnen. Und irgendwann müssen wir uns dann auch hier unten nochmal jemanden holen, der dann die Einheiten von da unten mitbringt. Na, das werden wir dann schon sehen. So, du hast wieder deine Einheiten. Das, hier dieses Schiffswrack haben wir jetzt auch nicht unbedingt gemacht. Nomaden. Den sowieso alle angreifen. Ne? Oh nein. Plus 2 Zauberkraft, ne, ist ja auch in Ordnung. So, wieder kommen. Schon mal was mit. So, mal den kleinen Trick hier. Wie so oft schon. So, du holst dann mal Einheiten von da ab. Im Prinzip haben wir jetzt alles gebaut, was hier wichtig wäre. Ja, wir kriegen jetzt 4 Erz pro Tag. Wir bräuchten dann 5000 am Ende unten noch. Überlegen, ob wir es hier sogar schaffen, bis zur Brücke nochmal zu kommen. Also müssten wir allerdings 30 Erz haben und dann nochmal 20. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir diese letzte Stadt hier drüben dann auch nochmal ausbauen müssen. Oder ob das schon eine Burg gewesen ist. Aber meine Vermutung wäre ja, dass es uns schwer machen und es deshalb einfach nur eine normale Stadt sein wird. Na gut. Okay, dann seid ihr jetzt im Prinzip erstmal durch. Wir hätten zwar jetzt noch ein bisschen Geld, aber die Woche ist ja noch lange nicht vorbei, von daher ist es ja erstmal nicht so schlimm hier. Hattest du eigentlich auch diesen... Nein, du hast keinen. Mal kurz schauen, ja. Achso, wo ein Kuh sei, ne? Ah, hier sehe ich noch eine Goldmine. Na gut. So. Wie auch immer. Gib ihm mal seine Einheiten wieder. Sonst wird das ja nichts. So. Was haben wir hier denn Schönes?
Das war noch nicht. Ja, wir auf jeden Fall Trolle verlieren. Oder vielleicht eine nur. Wahrscheinlich realistischer. Mal lieber so. Den wir bezahlen müssen. Die ist wichtig. Daher nimmst du sie auch ruhig mal mit. Du kommst noch ran, ne? Aber gerade so. Dann passt das nämlich. So, du bist jetzt hier, ne? Genau. Okay, ich denke, wir werden dann alles außer diese Zwerge mitnehmen, weil es so ein bisschen die Frage ist. Kann ich jetzt zum Beispiel auch eine Diebesgilde bauen? Ja, das ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Wir haben mehr Gold als der Feind. Das ist ja schon mal was. Tag 3. Ja, ist alles okay. So. So, bitte mal wieder rüber switchen. Das sollte ja klappen. So. Okay, einmal schön perfekt hier. Kristalle hier noch zusätzlich. Deshalb können wir langsam mal anfangen, ein paar Zyklopen uns zu holen. Du kommst noch ran. Dann mach das mal bitte gleich noch. Ja, ne, es sieht nach einer normalen Stadt hier aus. Das haben wir schon so gedacht. Ja. 10 Stück könnte man theoretisch schon anwerben. Das ist nicht schlecht, aber wir müssen die natürlich auch erstmal kriegen können. Wieder rüber hier mit den Freunden. Ja, die können auch dastehen. Das ist, die zwei hier sind relativ ausgleichbar, austauschbar, sagen wir, in ihrer Funktionalität und so weiter. Mal Minen zeigen. Gruppe an Elfen. Okay. Troll sterben. Ah, Schaden richten noch sehr viel an, wenn sie hier losschießen. So, das hättest du natürlich gern noch.
5. Entschuldigung. Na gut, dann ist das schon okay. Ja, dieses Stückchen noch und von da aus geht es ja dann weiter. So, das heißt, du hast jetzt deine Truppen ja auch gleich da. Diesen Friedhof werden wir in Ruhe lassen. Soldaten. Okay, wir sind erstmal wieder eingebaut hier. Eine Goldmine. Muss man ihn ran? Ja. Her damit. Dann nochmal hier drüben das aufzubauen oder zu erkunden. So, ja, das ist natürlich auf jeden Fall wichtig hier. Aber wir haben jetzt jede Menge Geld angehäuft, aber solange wir jetzt unterwegs waren, hätte es ja auch nicht wirklich Sinn gemacht, irgendwelche Truppen jetzt schon anzuwerben. Die hätten wir gern dabei. Also euch hätten wir höchstens mit dem anderen mal abholen können. Ja, das ist jetzt, denke ich mal, auch kein Riesenproblem. Die Zweige wollen wir sowieso nicht. So, ist ja nicht so schlimm. Wie macht man das jetzt? Ja, es bringt uns, denke ich, nichts. Wir werden euch mal hier rausschmeißen müssen. So. Das wäre jetzt die Frage. Du hast jetzt praktisch eh kein Geld mehr. Na gut. Also wenn, können sie es dann auch mal so machen. So. Nochmal Elfen. Okay, okay. Ja, ich werde dem, denke ich, ist wahrscheinlich egal. Hängt sich ja davon ab, was wir für eine Karte hier haben. Also mir denke ich auch lieber, wenn ihr weiter vorn steht. Mal wieder unsere lieben Elfen. Hier so irgendwie weniger Schaden? So, so. Na gut, vielleicht sind es einfach einer weniger so, oder ich weiß nicht, haben wir jetzt nochmal Abwehr dazu bekommen? Na egal. War wahrscheinlich ein paar weniger einfach. Noch mehr Wissen.
nicht mehr ran, ne? Ja. Ja, das heißt, wir bauen uns mal hier. Das kann jetzt ein Barbar sein, das ist relativ egal. Wir bauen uns mal jemanden auf, der jetzt mal unsere Truppen mal mitbringt. Und zwar wollen wir die jetzt allerdings nicht persönlich nochmal auf die andere Insel rübertragen. Achso, jetzt war nochmal genau neue Woche. Ja, dann bitte mehr von denen. Ich sehe schon, wir haben nicht genügend Geld, oder? Das, was ich machen will. Jawohl. Das haut schon rein. Ja, du musst ja dann auch nicht sofort da sein. Du machst es natürlich dann auch so rum, wenn du schneller bist. Das passt schon. So. Safer machen. Nein. So. Die Elfen weg. Die Droiden weggeschossen. Sehr schön. Okay, so, jetzt haben wir doch das hier. Und jetzt. Also, jetzt fehlt uns jetzt in diesem Zug natürlich das Gold. Okay. Ja. Wir haben jetzt über 5000 Einnahmen. Okay, also können wir sowieso im nächsten Zug dann einfach aufbauen. Dann haben wir da erstmal kein Problem. Kann schon mal sowas hier machen. Genau. Ihr könnt dann trotzdem mal die Truppen eigentlich austauschen. Ja, wäre sogar okay. So. Mal zu beenden. Ja, das ist aber jetzt natürlich das höchste Priorität hier. Zack. Jetzt natürlich hier ein bisschen uns beeilen. Hier, Schiffswerfer. Im Grunde habe ich es jetzt einfach nicht gesehen. Die natürlich das, was wir hier brauchen. Ja, wie schon gesagt, du könntest hier eigentlich mal deine Einheit nochmal rüberreichen. Ich weiß nicht, ob das auf dem Wasser dann nochmal einen Unterschied macht. Aber wir haben halt leider so ein bisschen den Nachteil, dass wir ja keine einzigen Movement-Items irgendwie bekommen haben, um ein bisschen schneller zu sein. Das wäre natürlich schön gewesen, aber gut, so ist es halt jetzt. Naja, im Prinzip wartet ihr jetzt einfach. Ihr baut jetzt dieses Ding. Ihr baut jetzt dieses Ding. Du gehst da rein. Und ich glaube, du kannst erst wieder eins bauen, wenn das hier weggefahren ist, ne? Okay. Achso, die sind alle. Ja, ich mag das, wenn wir die ganz gerne hier ein bisschen haben. So. Okay, dann wirst du dich mal auf den Weg begeben. Und wir werden mal hier oben, das ist ja das, was ich beim letzten Mal dann nicht gemacht habe, wenn die jetzt hier rüberkommen, anstatt jetzt sozusagen mit den ganzen Einheiten bis darüber zu rennen, das sollen die hier einfach nochmal mit dem Boot anlegen und dann machen wir hier mal so einen kleinen Exchange. Das heißt, dementsprechend soll er sich dann hier natürlich auch für unsere Zauberin da was ausdenken. So,
Das heißt, du willst eigentlich auch. Also, das kannst du jetzt auch nicht sehen. Dahin. Und das heißt, wir können hier jetzt ein Schiffchen bauen. Sehr schön. Dann gehst du mal da rein. Du machst mal weiter dahin. Du hast ja schon mal diese Freunde dazu. Und natürlich die starken Einhörner. Ah. Also sie hat, denke ich, generell mehr Movement auf dem Wasser, oder? Scheinbar hat man auf dem... Na gut, er hat jetzt keine anderen Einheiten dabei. Weiß nicht, ob man da immer voll hat. Okay. Ja, sie ist da definitiv mehr bewandert. Mit Einmal nur. Kriegen wir schon mal alle von denen. Und das ist halt meine Hoffnung, dass diese Armee dann hier auch ein bisschen was kann. Ja, das mal. So. Darüber. So. Nehme ich die Zwerge, die Elfen lieber mal. Und dann, ja, vielleicht lieber die hier, ne? Du kämst jetzt sofort zu ihr. Das ist ja in Ordnung. Dann machst du nächsten Runde holst du dich dann noch mal ein paar mehr von diesen Feen ab. Also auch sowieso jetzt hier Tag 7, Woche 7. Okay. So, ihr macht mal euren Exchange. Zack. Zack. ...61 Wölfe. Hier mal was für dich, hier mal was für dich. Hier wird nochmal nachgelegt. Genau. Achso, du kannst es jetzt nicht einsehen, ne? Ja, aber die Zauber können wir jetzt so nicht weiterreichen. So, dann macht sie mal mit ihm. Geht das immer so auf dem Wasser? Ja. Das heißt, ihr müsst mal raus. Dann kannst du ja nicht mal den Wolf auch noch mit abnehmen. Sowas. Du kannst eigentlich dann theoretisch schon mal da runter. Ich weiß nicht, ob das jetzt von da aus überhaupt nochmal so weit Sinn macht, aber gut. Achso, du kommst so weit. Ich weiß nicht ganz genau, wo es war. Hier, ne? War das der offizielle Anlagepunkt? Ich denke mal schon. Okay, also das wäre jetzt erstmal, denke ich, so der Stand.
wie weit wir jetzt auf die Schnelle mal so sein könnten. Also man kann sicherlich noch ein bisschen schneller sein, wenn man noch ein bisschen mehr mit diesem Movement-Zeug spielt oder sich die Map noch genauer kennt als ich jetzt, aber okay. Gut, das heißt, ja, also im Prinzip, du könntest jetzt schon aussteigen, es ist jetzt, denke ich mal, egal. Macht das Sinn? Ja, muss ja der Feind noch nicht wissen. Und möglicherweise weiß er schon, wo wir sind. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall beide hier ab. Ja.